Unser nächster Sprecher ist Kriminalbeamter in Thüringen. Er gehört zu den Polizisten und ist wahrscheinlich der bekannteste Polizist, der sagt, ich habe keinen Bock auf Strafverfolgung von Cannabiskonsumentinnen. Er war 2009 bis 2017 drogenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. Er ist Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied bei LEAP, Law Enforcement Against Prohibition. Und er ist der Preisträger des ersten Hanfadlers 2017 für seine außerordentliche Aktivität als Politiker. Willkommen, Frank Tempel. Hallo Freunde, ich finde es schön, dass wieder so viele da sind, um vor allem erstmal auch Party zu machen, um laut zu sein, um Spaß zu haben, aber auch mit dem Spaß ganz deutlich zu sagen, dass man eine Meinung hat, dass diese Meinung sehr, sehr sachlich fundiert ist, also eben nicht nur eine Spaßmeinung ist. Aber lasst mich ein anderes Thema vorher noch ansprechen. In den letzten 24 Stunden haben mich auf diesem Social-Media-Ding mit den blauen Farben allein 7 Leute angeschrieben, die gesagt haben, bitte sag vorher noch etwas zu uns. Und das sind Menschen, die Cannabis nicht um Party machen oder um zu chillen brauchen, sondern die Cannabis medizinisch brauchen. Und nun ist es ja auch noch zu meiner Zeit im Bundestag gelungen, ein Gesetz zu verabschieden. An meinem Geburtstag hat man das verabschiedet, fand ich ein wunderschönes Abschiedsgeschenk, das die medizinische Verwendung von Cannabis erleichtern soll. Seitdem hat sich an diesem Gesetz aber bisher nichts getan. Und mit nichts getan meine ich leider auch, dass sich die Fortbildung bei Gerichten, bei Polizisten nicht überall gleich entwickelt hat. Also aus Berlin habe ich da noch nicht viel Klagen gehört seitens der Polizei, mag es aber auch geben. Aber von den 7 Leuten, die mich angeschrieben haben in den letzten 24 Stunden, waren 4 allein aus Bayern. Einer davon lebt mittlerweile in Spanien. Er bezeichnet sich als Flüchtling vor der Drogenprohibition in Deutschland, ist medizinischer Verwender, in 17 Monaten allein 10 Kontrollen, 3 Strafbefehle und mehrere Geldbußen. Führerschein weg, keine Möglichkeit, dadurch eine Arbeit aufzunehmen, kriminalisiert als Patient, der mit Cannabis therapiert wird. Und das ist leider kein Einzelfall und insofern muss man auch noch mal ganz klar sagen, da auch der eine oder andere am Rand hier zuhört, Cannabis ist eben nicht nur eine Spaßsache, sondern ein unheimlich wertvolles Medikament mit unheimlich großem Forschungspotenzial. Und wenn man guckt, wie breit die Anwendung mittlerweile in einem auch kapitalistischen Land wie Israel ist, dass man das richtig massiv von jungen Kranken bis hin aber zu Seniorinnen, zu Sterbefällen auch verwendet, um Lebensqualität, um Überlebensmöglichkeiten auch zu verbessern, einsetzt, dann ist es einfach krankhaft, muss man sagen, unterlassene Hilfeleistung nach wie vor, was hier passiert. Was nämlich noch nicht möglich ist, dass man niederschwellig, wenn man zum Beispiel, wie ich, vom Sport zu viel Rückenprobleme kriegt, der Ischiasnerv, eigentlich nichts Krankes, also nichts Schwerkrankes, und trotzdem habe ich die Möglichkeit, in die Apotheke zu gehen und für 2,50 Euro Paracetamol zu kaufen. Ich bin aber nicht chronisch schwer krank genug, um zu sagen, ich will diese Pillen nicht. Ich möchte zu einem fachkundigen Menschen gehen, der mir sagen kann, wie ich mit cannabisbezogenen Medikamenten entsprechend mich therapieren kann, weil ich genau diese bunten Pillen von Ibuprofen, Gelonida und wie sie alle heißen, einfach nicht will. Ich möchte eine Pflanze nutzen können, eine natürliche Pflanze, um mich medizinisch zu therapieren. Und deswegen ist dieses Thema mindestens ebenso wichtig wie der freie Konsum. Es hängt aber miteinander zusammen. Momentan ist es zumindest sehr vielen Menschen mehr möglich, auf Cannabisbasis therapiert zu werden. Die Zulassungen steigen. Es sind übrigens nicht nur die bösen Krankenkassen, die da irgendwo dahinter stehen. Es sind in allererster Linie natürlich die pharmazeutischen Hersteller, die geradezu einen Feldzug gegen das Medikament Cannabis herstellen. Also ich habe mich mit mehreren Ärzten unterhalten, die auf Lehrgängen und Seminaren deutlich abgeraten bekommen, Cannabis als Medizin einzusetzen, weil ja die anderen Medizinsachen, so wie Morphium und so, ja viel harmloser und besser therapierbar sind, besser dosierbar sind. Es ist Schwachsinn. Meine Oma wird mit Morphium behandelt und ist schwer suchtkrank. Das merkt man, wenn man sie besucht, dann weiß ich genau, ist das Pflaster da hinten frisch oder nicht, weil die Entzugserscheinungen sehr schnell zuschlagen.
Also wie gesagt, das Thema bei aller Party immer mit auf dem Schirm haben. Und wenn ihr mit Leuten redet, das ist ja auch der Zweck hier, wir werden nachher durch Berlin ziehen, wir werden gucken, wen wir treffen. Viele Leute reagieren immer sehr positiv auf die Hanfparade. Das liegt auch daran, dass die Musik manchmal gar nicht so schlecht ist. Und insofern auch viele Leute am Rand einfach mittanzen. Man kann mit den Leuten auch tatsächlich reden und sagen, Leute, bei allem Spaß hier, vergesst nicht, da gibt es Leute, die brauchen das lebensnotwendig, um halbwegs eine Lebensqualität haben. Und wenn wir uns die aktuelle politische Aktion angucken, dann muss ich ehrlich sagen, ich war 8 Jahre in der Politik und ich habe da auch noch nicht ganz aufgegeben, das auch weiter zu verfolgen. Ich mache das auch mit Lieb Deutschland, also den Gesetzeshütern gegen die Drogenprohibition weiter. Ich habe die Nase voll von Schaufensteranträgen. Also wenn dann wieder kommt, die FDP möchte jetzt in Mecklenburg Cannabis-Modellprojekte haben, dann ist das schön. Und ich freue mich, dass die Julis hier sind, die Jungliberalen, die eine gute Arbeit in dem Bereich machen. Aber ihren Silberrücken muss man dann auch irgendwann mal sagen, Schaufensteranträge bringen nichts, wenn man Modellprojekte zur legalen Abgabe von Cannabis in Deutschland will. Und es wäre ja nur ein Einstieg in die Legalisierung. Ein vorsichtiger Einstieg erstmal. Dann muss man einfach mal auch im Bundestag Nägel mit Köpfen machen und dann kann es nicht sein, dass 3 Oppositionsfraktionen mit 3 verschiedenen Anträgen stehen. Jeder feiert sich, welcher Antrag der beste ist und dann kommt es auch noch, dass die FDP dann den Antrag der Linken ablehnt. Und wenn man sagt, Leute, es gibt doch einen Minimalkonsens, wenn man die sogenannte geringe Menge erstmal wenigstens reinschreibt ins Gesetz, dass nicht irgendein Richter entscheidet, ob er das jetzt nutzt oder nicht. Also wenn das dann 15 Gramm sind, ich bin Polizeibeamter, ich müsste theoretisch, wenn ich jetzt nicht gerade eine andere Aufgabe hätte, kontrollieren. Und wenn dann im Gesetz steht, ab 15 Gramm ist Besitz und Erwerb von Cannabis strafbar und jemand hat 10 Gramm einstecken, dann passiert nämlich dann gar nichts mehr. Keine Beschlagnahme mehr, keine Vernehmung mehr, keine Durchsuchung mehr, kein Eintrag ins Register mehr. Das heißt dann ganz einfach, 10 Gramm ist keine Straftat mehr, ist nicht mehr kriminell. Es wäre nur ein Anfang, also das ist nicht das Ziel, aber es wäre ein Einstieg in eine Normalisierung. Und wenn man diesen Weg gegangen ist, kann man sehr schnell nachweisen, dass Deutschland ist nicht als alle anderen Länder, die das bereits gemacht haben, die weggegangen sind von der Strafverfolgung. Viele sagen immer noch, ja, wir müssen unsere Kinder und Jugendliche schützen. Wenn selbst in einem so schwer kommerziellen Legalisierungsmodell wie in Colorado der Konsum von Kindern und Jugendlichen an Cannabis nicht zunimmt, sondern eher zurückgeht, dann muss man auch bei uns hierzulande wirklich mal überlegen, ob wirklich Prohibition das ist, was unsere Kinder schützt. Ich sage ganz deutlich, weil gerade, und das weiß ich als Kriminalbeamter, Kindern und Jugendlichen, wenn sie den ersten Schritt gegangen sind, den ersten Kontakt haben, der Markt so leicht zugänglich ist wie in keinem anderen Modell. Also selbst bei sehr schwachen Jugendschutzkonzepten wie in Holland mit diesen Coffeeshops ist Jugendschutz immer noch besser als unter der Prohibition in Deutschland. In sowas, gerade wem die Kinder und Jugendlichen am Herzen liegen, der muss von dieser Prohibition wegkommen. Ich musste so oft Strafanzeigen schreiben gegen 16- und 17-Jährige, weil die einmal irgendwo mit einem Joint erwischt worden sind. Und wenn die dann noch aus Bayern kommen, dann weiß ich, dass ganz, ganz viele Berufswünsche einfach mal hinfällig sind. Einfach nur, weil sie eben nicht eine Flasche Wodka in der Tasche hatten, sondern einen Joint und damit einen Eintrag nach 29 BDMG im Strafregister haben. Übrigens, wer dann irgendwann mal Erzieher werden will oder ähnliche Berufe ergreifen will und braucht ein erweitertes Führungszeugnis, das nennt man Stigmatisierung. Und wir haben einen Bundesgesundheitsminister, der auch behauptet nach wie vor, dass Cannabiskonsumenten in Deutschland nicht kriminalisiert werden, weil Konsum wird ja gar nicht bestraft. Aber mit einer solchen Anzeige, also ganz ehrlich, als Polizeibeamter hat mich diese geringe Menge gar nicht zu interessieren. Im Gesetz steht immer noch bis heute Besitz und Erwerb ist strafbar. Das heißt, wenn einer einen Joint in Einstecken hat, bekommt er in der Regel mit allen strafprozessualen Maßnahmen seine Strafanzeige und ist damit kriminalisiert und stigmatisiert, weil er eben ein Joint rauchen wollte und nicht einen Wodka trinken wollte. Und insofern muss man ganz ehrlich überlegen, ob es auch rechtswissenschaftlich, das hat mit links oder grün oder liberal gar nichts zu tun, sondern ist rechtswissenschaftlich, ist das ganz einfach Nonsens. Im Grundgesetz steht, wenn der Gesetzgeber in die Grundrechte seiner Bürger eingreifen will, dann muss das verhältnismäßig sein. Das steht im Grundgesetz. Das ist nicht irgendwo mal irgendwo aufgeschrieben. Und was verhältnismäßig ist, ist auch definiert. Also ich habe ja so ein Zeug nochmal studiert. Ne? Das heißt geeignet, erforderlich, angemessen. Geeignet muss heißen, diese sogenannte Prohibition ist dafür geeignet, dass weniger Menschen kiffen. Ihr seid alles gute Beispiel, dass diese Prohibition da nicht funktioniert. Ja? Auch die Zahlen beweisen das, denn Länder, in denen die Strafverfolgung aufgegeben wird, da steigt eben genau dieser Cannabiskonsum nicht an. Also ist der ganze Weg schon mal von der Geeignetheit her falsch und damit eigentlich grundgesetzwidrig.
Und dann, ihr könnt mich gern berichtigen, ich kenne kein Rechtsphänomen, wo man sagen muss, eine potenzielle Selbstgefährdung wird mit Strafe bedroht. Also ich kann mir Wellfleisch und Eisbein ohne Ende hinter die Binde kippen und runterschlucken und runterkauen und krank werden und fett werden. Das interessiert kein Schwein, aber wenn ich einen Joint rauche, wo selbst die Bundesregierung sagt, dass die gesundheitliche Gefährdung bei einer Chance von 10% steht, also dieser sogenannte problematische Konsum, sagt die Bundesregierung 10%. Das heißt, bei einer 10%igen Wahrscheinlichkeit einer Selbstgefährdung droht der Staat mit Strafe. Das gibt es in keinem anderen Phänomen. Im Rechtsausschuss haben wir mal gesagt, man darf sich also legal aufhängen, aber nicht auf Raten mit Rauschgift umbringen. Das ist absurd, das ist rechtswissenschaftlich absurd und gehört deswegen abgefasst. Unsere Gesetze sind dafür da, den Bürger zu schützen und nicht zu drangsalieren und Moralvorstellungen von Weißbiertrinkern umzusetzen. Und insofern freue ich mich, dass ihr alle da seid. Versucht mit ganz, ganz vielen Leuten ins Gespräch zu kommen. Versucht sie zu färben, für alle möglichen Formen sich da auch einzubringen. Weil ich sage ganz deutlich, Politiker denken nach Wählerstimmen. Und wenn man hört, dass man nicht mehr um Asyl und sonst irgendwas diskutieren muss, sondern dass Cannabis für ganz viele Menschen ein wichtiges Thema ist, was ihnen auch ermöglicht zu entscheiden, wen sie eben nicht mehr wählen, nicht mehr die Mordlers dieser Welt und alle anderen, sondern dass sie sagen, ich wähle nur noch den, der sich wirklich auch ans Grundgesetz hält und mich als Cannabiskonsument, der ich ja nicht bin, ich will es mal irgendwann medizinisch werden, aber dass man dann auch entsprechend nach dem Grundgesetz in diesem Land leben kann, ohne Schikanen ausgesetzt zu werden. Insofern viel Spaß und noch ein gutes Kämpfen heute.